mir leid, jetzt werden nur die Reihen 9 und höher aufgerufen. Sie müssen sich gedulden. Ich sitze in Reihe 8. Ihre Reihe wird gleich aufgerufen. Ist doch nur eine Reihe. Ist denn das so schlimm, wenn ich... Gehen Sie zur Seite, Sir. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir würden jetzt gerne mit dem Einsteigen fortfahren. Wir rufen nun alle Sitzreihen auf. Alle übrigen Sitzreihen. Ah, hallo. Einen guten Flug. An diesem Wochenende... Hi, Schatz. Wie geht's dir? ...ist Greg Fokker in der Stadt. Nur keine Angst, er wird von dir begeistert sein, versprochen. Hi, Daddy! Um Hi, die Eltern seiner Verlobten kennenzulernen. Hi, Greg, ich bin Pams Vater, Jack Burns. Ja, es freut mich, Sie endlich mal kennenzulernen. Ich bin Lina. Willkommen in Oyster Bay. Danke sehr. Was machen Sie so, Greg? Gesundheitswesen. Er ist Krankenschwester. Das ist richtig. Danke, Jack. Gibt nicht viele Männer in Ihrem Beruf, was, Greg? Traditionellerweise nicht. Ich denke nicht, dass Greg mit Jinxie viel spielen wird. Er hasst Katzen. Es wäre schön, wenn du deinen Eltern nicht gesagt hättest, dass ich Katzen hasse. Aber du hast Katzen. Wissen Sie was? Ich habe meine Katze gemolken. Ich hatte keine Ahnung, dass man eine Katze melken kann. Doch, doch, man kann alles melken, was Nippel hat. Ich habe Nippel, Greg. Können Sie mich auch melken? Das ist ein alter Lügendetektor. Oh. Ach komm, Sie, es macht Spaß. Ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Getting to know you. Getting to know all about. Haben Sie sich schon mal pornografische Videos angesehen? Nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die Nadeln fangen an zu hüpfen. Dann helfe ich dir mit einer Badehose aus, Gregor. Getting to like you, getting to hug you. Verdammt, was ist los mit ihm? Ich habe das Gefühl, es läuft ganz und gar nicht gut. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy. Meine Braut, ihr Vater und ich. Oh. Entschuldigung. Habe ich ihm in einer Woche beigebracht.